Tapazo war bei mir, Uli, 14:1 beim Testspiel hier gegen den OSC. Zweites Testspiel für euch nach dem Aufstieg, so sage ich es mal. Ja, wie hast du es heute gesehen? Ja, also es war schon knackig, auch wenn es in Anführungszeichen nur gegen Kreisligisten geht. Aber ja, wir waren jetzt schon oft auf dem Platz die ersten 4 Tage und hat aber trotzdem Spaß gemacht. Du hast die ersten 45 Minuten gespielt und du hast einen Treffer gemacht. Kommt auch nicht so häufig vor, ne? Nee, ich glaube, es ist mein 2. Treffer. Letztes Jahr habe ich auch in der Sommervorbereitung eingemacht. Aber dieses Jahr hoffe ich auf jeden Fall, dass auf jeden Fall mindestens noch einer dazukommt. Das war der Running Gag, deswegen musstest du heute ans Mikro, haben wir schon gesagt. Ja. Genau. In der zweiten Halbzeit hast du dich ordentlich gedehnt und hast den Jungs zugeguckt. 12:0 nach der ersten. In der zweiten war es ein bisschen Tempo rausgenommen. Liegt es auch ein bisschen am Wetter und an den harten Einheiten, die ihr schon hattet? Ja klar, also das Wetter ist auf jeden Fall sau heiß, aber lieber so wie Regen. Ich glaube, da haben wir genug hier im Norden. Hauptsache, wir haben uns gut präsentiert und ja, morgen geht es ja dann ins Bootcamp und dann schauen wir weiter. Das Bootcamp, genau. Das Wetter bist du aus München ja gewöhnt, deswegen nochmal die Frage zur Sommerpause. Wie hast du es verbracht? Ist dir gut ergangen? Ja, ich war nicht nur in München, aber unter anderem hat es leider auch mal geregnet. Ich erzähle ja hier immer, wenn wir rausgehen zum Training und es regnet, sage ich so, es gibt es im Süden nicht. Aber ich muss schon zugeben, bei uns regnet es schon auch ab und zu. Nee, ja, die Sommerpause war natürlich auch wichtig, aber auch schön, ja. Und jetzt bist du wieder fit genug, um anzugreifen. Was nimmst du dir vor für die Vorbereitung, für die weitere? Ja, einfach, dass wir verletzungsfrei bleiben, alle miteinander, das Wichtigste. Und dann, dass wir uns gut auf die Saison vorbereiten. Und dann greifen wir wieder voll an. Letzte Frage nochmal eben für dich als Haudi, als alter Spieler, in Anführungsstrichen Aufstiegsspieler. Die Neuen, die jetzt reingekommen sind oder zugekommen sind, ja, wie ist es so die ersten Tage? Wie integriert ihr die? Ja, ich glaube ganz normal. Also man unterhält sich ganz normal. Auf dem Platz gibt es sowieso keine Probleme. Neben dem Platz, glaube ich, haben wir jetzt im Bootcamp auch mehr Zeit, dass man sich besser kennenlernt. Ich glaube schon, dass das ohne Probleme wie letztes Jahr auch funktioniert. Dann weiter viel Erfolg dabei und viel Spaß im Bootcamp. Danke.